Fährt wie eine Irre, ich kann nicht lesen. Wir gehen rein. Yalla. Wir gehen und ein Intro-Video für einen Freund aufnehmen. Ein Kumpel und ich wollen ein Stream-Intro für ihn basteln. Herzlich willkommen. Warum ist war Kevin irgendwie. Kevin ist immer Intro. Lazy Stream, der Stream ist voll mit Scheiße, Bro. Mega langweiliger Stream. Wer zum f***ten Stream-Intro? Stimmt. Kevin hat eins. Ich bin ein. Hat Kevin nicht sogar irgendwie 5 oder 10 Stück? Um ehrlich zu sein, so wie es aktuell ist mit CSGO. Klar, ein bisschen mehr Abwechslung könnte wieder reinkommen. Bin ich bei euch. Den Kritikpunkt nehme ich mir zu Herzen. Bisschen Abwechslung, auch mal ein paar andere Spiele nochmal. Mal eine Runde CSGO. Was läuft? Willkommen im nächsten Video. Oh, der Influencer wieder. Yeah. Kann Chef den Leuten sagen, dass ich hier eine SIM-Karte geregelt habe? Ja, wir können nur streamen wegen Chef Strobel tatsächlich. Er hat es ultra gecarried. Das heißt, wenn ihr einen Prime bereit habt, könnt ihr den gerne mal bei mir lassen. Ja. Oh, schön. Ey, mein Freund, hast du dir schon mein Airbnb reingezogen? Hab da einen Schnapper gemacht. Macht euch mal einen Begriff. Und Airbnb ist null kooperativ. 1600 für so ein Schritt ausgezahlt. Wollt ihr mal das Boden? Ja, 1600 Airbnb Euro? Sehen, was ich je gesehen hab. Oh mein Gott. Junge! Hä, was ist denn da los? Oh, Junge! Digga, auf den Bildern sah das so anders aus. Hä, aber was macht man da denn dann? Da muss Support und Geld zurück, oder nicht? Junge, wenn man denen die Bilder schickt. Oh, Junge, die ganze Wand ist rausgerissen. Achtung, auf Achtung, Abzug, ehrlich. Strobel macht hier sein Projekt. Hi, Immortal, komm alleine, Solo-Queue. Junge, das ist ehrlich gestört. Chef Strobel ist in, was macht wichtiger da? Chef Strobel ist in Amerika und zockt trotzdem den ganzen Tag irgendwie Valorant, Digga. Chef Strobel nach dem Rank. Oh, ich kann nicht. Ist bei denen jetzt 10 Uhr morgens, ja, ne? Mehr, Mann! Junge Haaland! Wurde mit Haaland gemacht? Haaland! Hey, ich schwöre! Haaland, selbst die Bayern haben Manns! Wollen wir uns anstellen hier? Junge. Oh, hat gar keinen Bock. Guck mal, die haben gemixt. Mann, Junge, Chef Strobel, lass den armen Mann in Ruhe. Wir sind zum Speedboat gelaufen, ne? Digga, der ist so abgefuckt. Da bist du Chef Strobel, mach ein Bild mit mir und dann kommt er einfach aus Karlsruhe. Ah, juckt eigentlich auch einfach. Das hat legit keinen interessiert. Du bist so f***ing. Was hat er gesagt? Gerade ultra angemeckert. Du bist so f***ing. Junge, der ist ja voll sauer, Digga. Der hat mich gerade ultra angemeckert. Warum? Ich soll jetzt zum Markt kommen mit meinem Gesicht. Leute, Lifehack, wenn ihr keine Servietten habt. Bist du Trimax Bruder? Nein, ich bin nicht Trimax sein Bruder. Eine ölige Hand in die Socken. Weil da ist das nicht so schlimm, wenn da ein bisschen Öl ist. Digga, was? Wenn man ein bisschen mehlige Hände hat und schmierst dir das in die Hose und dein Shirt ist scheiße. Flecken. Und weil ich halt immer mit kurzen Hosen rumlaufe, schmier ich mir das einfach immer irgendwie so an die Beine. Mehlige Hände, wann hat man denn mehlige Hände, Digga? Backt Trimax irgendwie ein Brot oder so? Wann hat man denn mehlige Hände? Drauf an den Waden. Du riechst ein bisschen der Pizza an den Waden. Aber wer riecht dir an den Waden? Hebt die Schere, Jungs. Das ist krass. Es ist soweit, Chat. Junge. Ganz Twitch Deutschland redet so. Ich sag, wie es ist. Ich weiß nicht, was Junge. Weil, wisst ihr, wer. Ja, Isa ist ganz schlimm. Kannst du auch hören. Es kracht und pfeift. Ich kann das alles noch hören. Junge, Isa hat komplett erwischt. Isa ist komplett in dieser Sprache drin. Isa hat einmal eine neue Sprache gelernt. Und zwar Ellie Jello. Neue Sprache einfach. Aber eigentlich ist es ja nicht. Also, es ist Eli-Sprache, aber. Eigentlich ist es ja Solution, oder? Also Solution hat das ja so richtig reingepresst in alle. Ich muss das auch verbreiten, was soll ich sagen? Mein Bruder. Allah! Solak! Sorry. Er sieht ein bisschen aus wie der Bruder von Solution und Trimax. Ja, was soll ich sagen? Er hat halt recht, Mann. Digga, ich dachte gerade, erster Blick, also ist es Trimax. Mann, halt's Maul, sogar Eli Jello sagt's! Erster Blick. Mann! Digga! Also ist es Trimax. Ja, also das sogar ist Eli so ein bisschen an mir vorbeigegangen, dieses auf Lock feiere ich jetzt, also weiß nicht, woher kommt das? Wer? Eli hasst mich, scheiße. Nee, ich glaube, also, nee, ich habe bei Eli mal geresubbt, ich glaube, der hasst mich nicht. Das gemacht. Die machen so und von wem auf Lock kommt, ist nicht drin. No joke, auf Lock kommt von Willi, also ich habe es zumindest von Willi. Also ich weiß nicht, was los, also Minecraft, die haben ja Minecraft gezockt auf dem Server, von mir, und ab dem Moment ging dieses locker komplett los bei mir und seitdem, ja. Kommt ist nicht drin. Aber Willi hat das davor schon gesagt. Also Willi ist legit auf Lock Erfinder, würde ich sagen. Von Willi? Also ich hab's bei Willi zum ersten Mal gehört. Ja, wir sind die Locker, Junge, hä? Ich so dieses Loslassen. Ach, und das ist schon mittlerweile ein bisschen zu viel überall.
Ja, aber es ist nur zu viel, weil Isa das in jedem Satz sagt. Das Problem ist, sobald du es dir einmal angeeignet hast, kannst du es dir nicht mehr abgewöhnen. Ich fange an, halt auch schon die ganze Zeit zu sagen, es ist geisteskrank und ich muss loslassen. Ich lasse 24/7 los. Mein Bruder, der sagt schon, was musst du die ganze Zeit... Isa fällt einfach die ganze Zeit. Loslassen, was lässt du die ganze Zeit los? Ich finde auf... Junge, wie oft bin ich in diesem Video? Vlog ist nicht nervig. Vor allem dann nicht, wenn bei auf Vlog immer noch so coole Emojis dabei sind. Digga, der 100. Video geschafft. Junge, so locker. Junge, guckt, aber no joke, wie kann man diesen Hund nicht mögen? Wie kann man den Hund nicht mögen? Junge, no joke, ich hab den als WhatsApp-Sticker, der ist so geil. Ihr braucht einfach nur eine Vorlage und schon habt ihr auf Vlog. Wie viele Emotes hast du? Oh nein. Auf Vlog, auf Ziegenbock, auf Schloss Holte Stuckenbrock. Junge, auf Schloss Holte Stuckenbrock ist auch ein Favorite von mir. Auf Barock, auf Kopf, auf Locker. Auf Jello! Auf Lock, auf Lock. Digga, es ist, wir haben ein bisschen übertrieben. Ich sag's euch ehrlich, shit. Auf Schock, auf Granitblock. Die sind super. Weißt du, es wird immer abgefuckter. Die Emotes werden immer krasser und heftiger. Auf Granitblock. Und die bewegen sich jetzt sogar. Und alles wird einfach. Ja, also meine auf. Ich habe noch kein animiertes auf Lock-Emote. Ich glaube, es ist langsam Zeit. Auch mal, wenn was witzig ist, zum klassischen Ha-Ha-Ha-Ha. Zum klassischen Ha-Ha-Ha. Habt ihr mitbekommen, dass Trimax eine Pizzeria aufgemacht hat, Digga? Wahrscheinlich hat er da ja irgendwie seine mehligen Hände von vorhin. Was geht? Ich habe starke Schmerzen. Wir sind in 2014 gefangen und deswegen machen wir immer noch Dänerstag. Die schauen mich an. Junge, einfach Dänerstag, Junge. Aber Digga, wie lang war ich in diesem Video? Komplett geil. Gestört. Boah, ich könnte, glaube nicht IRL streamen, ne? Ich hätte, also... Junge, wenn du da mit einer Kamera redest, jeder guckt dich an, Alter. Ich glaube, Digga, weiß nicht. Junge, wer ist er? Boah! Gibt's eigentlich einen Grund, warum alle auf Madeira waren? Ganz YouTube Deutschland Gefühl auf Madeira, aber warum? Einfach nur so? An. Oh mein Gott. Also da war nicht irgendwie was. Seht ihr das da vorne hier? Party? Okay. Seht ihr das? Da ist legit ein Riss drin. Was ist das kaputt gemacht? Ich hatte einfach Bock drauf. Aber wie ist das passiert überhaupt? Ich musste super lange rückwärts fahren. Es war übel stressig und dann bin ich rückwärts gegen eine Wand. Hä? Aber wenn man lange rückwärts fährt, dann sieht man doch, dass eine Wand kommt, oder? Was ist mit Isa los? Mit Reef. No joke, ich habe das Gefühl, dass das nächste, was Toni passiert. Weißt du, erst ist sie jetzt gegen irgendwas gegengefahren, dann nächste Woche kommt sie online, dann ist da ihr Auto drin, Junge. Ich bin in meinem Leben noch nie mit dem Auto wogegen gefahren, außer zwei Kleinigkeiten. Einmal bin ich an so einen Stein, da ist so ein fetter Stein einfach gewesen, an so Parkplätzen, wisst ihr, wo man so drauf sitzen kann. Und da bin ich leicht gegengefahren, aber war, also so ein Nummernschild, hat nichts ist nichts passiert. Und einmal bin ich mit 180 jemanden auf der Autobahn bei Vollregen hinten reingebrettert. Aber ansonsten bin ich noch nirgends rangefahren. Oh mein Gott! Das war's. Digga, sie hat einfach ihr verf***tes Auto gefickt. Ich bin ehrlich, so wie sie fährt, sie hat mich gewundert. Auch gar nichts war. Junge, die fährt wie eine Irre. Junge, wow. Wow. Ich hol eben G-Klasse wieder ab. Natürlich keine Schramme. Auto auch sauber. Alles in Ordnung. Dann will ich natürlich so, wie ich bin, habe ich natürlich auch Notfallnaschis in der Mittelkonsole. Für einen kleinen Hunger. Guck ich in die Mittelkonsole. Ey, sind die mit Mickys Auto gefahren, oder wie? Genommen. Das ist für mich sogar schlimmer als ein Kratzer. Ja. Also, oh mein Gott. Digga, was? Wer legt denn sein Handy aufs Auto? Ich habe es sogar von hier weggelegt, damit es nicht passiert. Kochstream zusammen. Wie ist das denn entstanden? Weißt du, was du für ein Auto fährst? Tot. Schmeckt? Ja. Nein. Hugos scheiß Schlüsselbein. Hä, wie lange tut das aber eigentlich weh? Was macht man mit einem Hund und mit einer Leine? Oh nein. Durch die Häuser ziehen! Ich glaube, der Witz ging gar nicht so. Die Schuhe müssen ordentlich sauber gemacht werden, bevor du in die G-Klasse steigst. Ich mach meine Füße sauber, versprochen. Ja, warum laufen die mit Schuhen am Meer rum? Nicht mehr ins Auto. Oh mein Gott. Schön danach in die G-Klasse, Junge.
Der Mann ist 20 und verdient fünfstellig. Wer bist du? Was Besonderes? Ja klar. Wer bist du denn? Conny Berger. Ach, von dem hab ich auch nicht gehört. Junge, wir hatten da geredet, Digga. Irgendwie, oh mein Gott, wie heißt dieser? Voll machen, bitte. Was darf denn sein, Kollege? Mayo oder Ketchup? Ich schwöre, der redet genau so. Spiegel. Hello there. Lass gut sein, ja. Was geht? Hier sind einfach Oha. So Pools drin. Oha. Also, ich dachte, so wäre es. Junge, was ist denn da los? Ich dachte, wäre die 18. Oh! Hey, hallo. Hallo, Ronny Berger, mein Name. Junge, WTF? Und ich hab dich gestalkt. Also auch ein Ich kenn dich und ich hab dich gestalkt. Ey, Ehrenmann. Komm gleich noch mit nach Hause ins Bett mit Ronny. Dieser Karton passt hier nur gerade so durch. Aber? Ja, wo ist er? Junge, er pennt in Mülltonne. Was ist denn jetzt los? Geht doch, oder? Ich finde dir. Aber jetzt bin ich Tony Berger. Das ist die Papiertonne. Oh mein Gott, er schläft gerade in der Papiertonne. Er muss timen, wann er aufsteht, weil eventuell sonst die Müllabfuhr kommt und ihn einfach tötet. Deswegen vertraut er... Hä, was ist mal no joke? Was macht man, wenn du in der Mülltonne liegst und so ein Müllwagen kommt? Also glaubt ihr erstens, die checken das, dass ihr da drin liegt? Und zweitens, würden die euch einfach dann da reinschütten? Nee, ne? Mann, das ob man instant stirbt. Er darauf, dass sein Wecker angeht und er früh Nein, genug Mann, ist tot. Was aufsteht tot? Und wach ist, dass er nicht, es nicht von der Müllabfuhr... Nee, jetzt mal Retalk, wenn du unter den so Papier liegst und die gucken kurz rein und über dir liegt so Papier und dann wirst du da rein... Was passiert dann? Zerquetscht wird. Wisst ihr, wie oft in meinem Leben schon ein Wecker von mir nicht angegangen ist? Dieser Mann vertraut... Ich check actually nicht, wie man einen Wecker überschlafen kann. Ich stell mir einen Wecker... 7 Uhr, der läutet, ich stehe auf. Ich check nicht, wie man den Wecker überschlafen kann. Handy und seinem Wecker sein Leben an. Der Obdachlose übernachtete in so einer Papiertonne. Er hatte zwischen dem Abfall Wärme und Schutz gesucht. Einfach Ronny. Power! Hat er das die ganze Zeit gestreamt, die ganze Nacht wieder in dieser Papiertonne lag? 5 Jahre lurk ich hier schon. Das ist einfach so geschrieben, damit ich jetzt den Song abchecke, ist das Ding. Junge, Average Papa Platte Donation, yo, check mal meinen Song aus. Ich hab das Gefühl, das ist so eine Mucke, die läuft bei Monte, wenn er aufs Klo geht. Checkt ihr? So, ich mach nochmal andere Musik an. Okay, ich geh kurz pissen, hol mir ein neues Getränk, komm gleich wieder. Schön. Es war schon, ey, geiles Video. Junge, actually banger. Das war ein gutes Video. Und wir hatten Screentime. Geiles Video, ehrlich.